bei Judentag Berlin. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und das ist der Akkusativ. Ich freue mich. Das sagt mir in Berlin so. Wen oder was freue ich? Sehr gut. Also, einige kennen mich vielleicht aus Judith Wedding, Schlechtet Wedding, der Sitcom im Primetime Theater im Wedding. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was macht Kalle eigentlich hier? Der ist eigentlich auf der Bühne, den gibt's eigentlich gar nicht. Aber weil das, was in Berlin passiert, eigentlich auch ja nicht geben darf, deswegen bin ich heute tagsüber auch hier. Ich bin abendgewöhnt, weil ich abends auf der Bühne stehe. Egal. Also, ich hab die Faxen dicke, das ist wirklich so. Ich bin in Berlin groß geboren, ich bin hier aufgeboren, wie man sagt, also geboren und aufgewachsen. Und das Schöne an den letzten und den ganzen Jahren war immer, dass Freunde aus nah und fern kamen und alle, die ich kennengelernt habe, egal was sie gesprochen haben, haben immer bezahlbaren Wohnraum gefunden. Und das geht so nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Das ist egal, das waren Freunde, die habe ich nicht verstanden, das ist real, ich sammle selber genug. Aber die haben alle was gefunden. Und was in den letzten Jahren passiert ist, das treibt mir auch hier auf die Bühne, weil ich habe wirklich die Faxen dippe. Ich sage das ganz kurz, Berlin darf keine Stadt werden, wo man keine Wohnung findet, wo man als Studenten halb mit Vermögen ausgeben muss, geschweige denn Familien mit Kindern keinen Wohnraum mehr finden. Das darf nicht werden. Berlin darf auch keine... Scheiße, ist das laut. Berlin darf auch keine Stadt sein, wo du rausgeschmissen wirst aus deinem Milieu, egal wie viele Jahre du bist. Ich habe das selber erlebt. Hotte, das ist ein alter Kumpel von mir, der ist rausgeschmissen worden aus der Müllerstraße, Ecke Utrechter. Da ist jetzt ein riesengroßes Studentenwohnheim, wo die teilweise 1000 Euro zahlen. Der ist rausgeschmissen worden als Weddinger und musste, und die intern kennen das, der musste als Weddinger in den Prenzlberg ziehen. Das ist unmöglich. Das darf nicht sein. Der lebt jetzt am Kollwitzplatz als Weddinger und ich habe ihm gesagt, impf dich vorher, da impft keiner. So. Also, ich habe beim Umzug geholfen, ganz ehrlich, der hat keinen MP3-Player, der hat noch eine Plattensammlung, das war ein Kreuz. Ja. Und nicht zuletzt darf Berlin auch keine Stadt werden, wo verrückte Leute, egal ob alt oder jung, keinen Platz finden, um ihre verrückten Ideen umzusetzen. Und ich sage das ganz persönlich, weil vor 15 Jahren haben wir mit Judith Wedding, Schlechtet Wedding, mit dem Primetime-Theater angefangen. Da konnten wir uns das auch leisten. Wenn das damals schon so gewesen wäre, gäbe es uns ja nicht. Und das wäre eine riesengroße Scheiße und das will ich nicht. Und ich bin Familienpapa, auch als Schauspieler, der mich spielt. Ich will meinen Kindern in Berlin nicht sagen können, ihr habt geile Ideen, aber ihr habt keinen Platz dafür. Das will ich nicht. Und weil ich auch in 15 Jahren noch für ein buntes Berlin, und dann schließe ich auch Brandenburg mit ein, für ein buntes Berlin stehen werde, will ich auch in 15 Jahren noch voller Stolz sagen können, ich bin ein Berliner. Danke, Freunde. Ja.